Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn ich habe heute auch ein ganz besonderes Gadget, nämlich das Strafferband. Und was das Gerät smart macht und warum du nun weniger Ausreden für den Sport hast, das erfährst du jetzt. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Straffer bedanken, die mir das Band zur Verfügung gestellt haben. Was erwartet dich in diesem Video? Ich zeige dir zunächst die Details des Bandes, wir werfen dann einen Blick in die App, ich berichte von meinen Erfahrungen und dann gibt es ein kurzes Fazit meinerseits. Schauen wir uns nun das Band im Detail an. Im Lieferumfang enthalten sind Sicherheitsinformationen in Deutsch und in Englisch. Eine Kurzstartanleitung, ebenfalls in Deutsch und in Englisch. Ein Ladekabel mit einem USB-Anschluss und ein USB-C-Anschluss, der gehört in das Band. Eine Reisetasche, in der du das Band einfach reinmachen kannst und dann überall hin mitnehmen kannst. Und natürlich das Band selbst. Wenn wir uns dann das Band selber anschauen, ist es hier ein Kunststoffband. Zu dem Kunststoff sage ich gleich noch was. Und hier findet sich ein Gehäuse, ein sogenanntes Case mit den ganzen elektronischen Daten bzw. Elektronischen Bauteilen, die dafür sorgen, dass die Informationen des Bandes an die App übermittelt werden und dann mit Hilfe eines Logarithmus ausgewertet werden können. Der Kunststoff ist deswegen was Besonderes, weil er komplett elektronisch leitfähig ist. Das heißt, in dem kompletten Band oder das komplette Band besteht aus einem leitfähigen Kunststoff. Und das macht es so besonders, denn im Gegensatz zu einer Kofferwaage, das war das erste, woran ich dachte, als ich das Band gesehen habe, ist es so, dass eine Kofferwaage hat einen festen Punkt, wo sie das Gewicht misst. Und hier dieses Band, da ist es egal, das funktioniert wie eine Sehne, es ist egal, wo ich ziehe. Die ganzen Daten, also die Geschwindigkeit, mit der ich das Band auseinanderziehe, die Kraft, die ich dafür aufwende und die Anzahl der Wiederholungen, egal an welchem Band, an welcher Stelle am Band ich ziehe, es wird immer in dieses Case weitergeleitet und dann an die App weitergegeben. Auf dem Band abgedruckt oder aufgedruckt ist das Straffer-Logo. Dazu siehst du in der App gleich, was ich dir zeige, auch nochmal das Straffer-Logo. Und eine Zahl nebenan, das ist einfach dafür da, dass du weißt, wo du bei der Übung deine Hände hinmachen sollst. Einfach so eine kleine Erleichterung. Auch das, wie gesagt, zeige ich dir gleich in der App. Ich habe hier die blaue Variante, das ist die Medium-Stärke, das heißt 5 bis 15 Kilo, kostet 99,99 Euro. Das Ganze gibt es noch in der Strong-Variante, dann ist das Band rot, kostet 119,99 und wenn du das Package kaufst, wo beide Bänder drin sind, dann bezahlst du 189,99. Für mich hat die Medium-Variante definitiv gereicht und wie das Ganze im Training mit der App aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Werfen wir nun einen kurzen Blick in die App. Die Straffer-App ist das, was du dir runterladen musst, sowohl für Android als auch für iOS. Ich habe das Ganze hier auf dem Tablet, deswegen links und rechts die schwarzen Balken, denn eigentlich ist es fürs Smartphone konzipiert, aber auch mit einem Tablet ist es kein Problem, die Übungen zu sehen. Wenn du das Ganze dann startest, siehst du hier oben links, ob dein Strafferband verbunden ist oder nicht und dann geht es auch schon direkt los mit so einer kleinen Trainingsanleitung. Das finde ich persönlich ganz gut, dass man ein Video hat, in dem einfach erklärt wird, wie das Strafferband funktioniert, auf was ich achten muss und das Ganze halt wie gesagt so Learning by Doing. Dann gibt es verschiedene Workouts, einmal so ein Workout on Demand, hier HIIT mit Linda. Das finde ich ganz gut, weil du während der oder während des Trainings, das ist so ein kleines Personal Training, sagt dir Linda immer, auf was du achten musst, wo du den Rücken zum Beispiel wieder gerade machen sollst und wieder so ein kleines kurzes Personal Training. Dann hast du die Möglichkeit, dir Muskelgruppen auszusuchen und wenn du dann reingehst, siehst du hier unten auch die Übungen, die durchgeführt werden. Mit der Wiederholungsanzahl kannst du das Training dann einfach starten. Du hast aber auch die Möglichkeit, über den Konfigurator dir deine Übungen selbst zusammenzusuchen, auch ganz viele.
wird dann angezeigt mit 1, 2, was dann halt durchgeführt wird. Und du kannst hier auch nochmal über das, das kleine i dir die Informationen anschauen, was ist bei der Übung wichtig, worum geht es. Und immer, was ich super finde, ist ein Video mit dabei, wo dir genau gezeigt wird, wie es durchzuführen ist, wie die Hände zu halten sind, also dass du genau weißt, was zu tun ist. Hier siehst du auch diese 2 und das Straffer-Logo, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die 2 zeigt dir einfach an, wie die Hände zu halten sind, also wie viele Straffer-Logos deine Hände haben müssen, um die Übung richtig durchzuführen. Das hast du bei vielen Übungen, wenn da eine 0 steht, ist es halt egal. Ansonsten halt immer die Anzahl. Wenn wir dann nochmal über das Training gehen, hast du hier auch so Push-Challenge, das heißt, wie viel Liegestütze schaffst du. Ich habe das nicht gemacht, weil ich da drin richtig schlecht bin. Und dann halt auch so Sachen wie Stretch, aber auch Gym at Home, wo dann so 3 einfache Übungen sind, die das Fitnessstudio ersetzen sollen. Und für alle Läufer gibt es auch was, mit denen das Strafferband hier Übungen generiert hat. Und in der Statistik siehst du einfach, was so deine Trainingsergebnisse sind. Wie gesagt, Push-Challenge ist bei mir keine, weil ich da drin einfach sehr schlecht bin. Ich finde die App wirklich sehr übersichtlich und gerade diese On-Demand-Sachen finde ich besonders toll. Schade, dass es bis jetzt nur eins gibt. Ich hoffe, da kommen einfach mehr, weil das ist wirklich super, so eine Art Personal Training zu haben. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit, dass ich mir selbst meine Workouts zusammenstellen kann. Heißt, wenn jemand so wie ich Knieprobleme hat, kann er Übungen, die nicht gut fürs Knie sind oder die irgendwie Schmerzen verursachen, rausnehmen und sich selbst zusammenstellen. Man kann auch Trainings länger oder kürzer gestalten, je nachdem, wie man Zeit hat. Und die App, wie gesagt, sehr übersichtlich, sehr schön gestaltet und gefällt mir gut. Sollte nur ein bisschen erweitert werden. So viel zur App. Gehen wir weiter zu meinen Erfahrungen. Kommen wir nun zu meinen Erfahrungen mit dem Strafferband. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so anstrengend ist mit dem Training, denn ich habe das ausgepackt und dachte, naja, es ist ein Gummiband, wie ich das aus dem Fitnessstudio kenne. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mal ist es für mich anstrengend und mal ist es für mich weniger anstrengend, je nach Elan, wie ich mit dem Gummiband trainiere. Hier das Strafferband sorgt aber dafür, dass ich wirklich immer richtig trainiere bzw. diszipliniert trainiere, indem es mir eine Rückmeldung gibt in Form von einem grünen bzw. einem roten Aufleuchten, nenne ich das Ganze mal, wenn ich die Übung richtig mache, das heißt mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Intensität, mit dem richtigen Kraftaufwand, dann erscheint ein grüner Bubble und dann kommt ein akustisches Signal, dass die Wiederholung auch gezählt wird. Mache ich das Ganze zu schnell, dann ist das Ganze rot und es zeigt mir das auch und ich habe kein akustisches Signal und die Übung wird auch nicht oder die Wiederholung wird auch nicht gezählt. Das heißt, ich muss so lange die Übung machen, bis ich sie in der Anzahl richtig gemacht habe, was einfach zu Disziplin führt. Das hat mir echt gut geholfen, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich mal wirklich keine Lust habe und ich bin trotzdem am Trainieren, dann mache ich mal schnell, schnell, schnell und dann ist die Übung einfach teilweise falsch durchgeführt, was eher zu, ich sag mal, das Ganze verschlimmert als verbessert. Was mir auch gut gefallen hat, ist das Thema Kurse. Hier dieser Hit-Kurs mit Linda, dieses On-Demand-Video. Hier würde ich mir einfach mehr wünschen, weil es super ist, dass Linda nochmal darauf hinweist, auf was ich achten muss. Bei jeder Wiederholung sagt sie, Rücken gerade oder auf das und das achten. Das finde ich super, weil während man in der Durchführung ist, ist man in der Durchführung manchmal mit seinen Gedanken einfach in der Übung drin und achte dann vielleicht nicht mehr auf den Rücken. Was mir auch super gefallen hat, war das Thema, dass ich mir eigene Pläne zusammenstellen kann, beziehungsweise dass es auch so kleine, kurze Workouts gibt für die einzelnen Bereiche oder Muskelgruppen. Hier kann ich mir also immer auswählen, mache ich heute Brust, morgen Beine oder sage ich, mache heute Ganzkörper-Workout, weil ich genug Zeit habe und mache mir meine Übungen komplett selber. Und ich kann auch darauf achten, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wie zum Beispiel mit dem Knie oder sonst irgendwas, dass ich diese Übung einfach rausnehme bzw. meine eigenen Übungen zusammenstelle. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass Videos immer bei den Übungen dabei sind. Das heißt, ich sehe immer während der Durchführung, was gemacht werden muss.
Etwas schade finde ich, dass nicht am Anfang irgendwie so visuell bzw. akustisch erklärt wird, auf was geachtet werden muss, sondern ich in die Übung reingehen muss und mir dann über die Info dann anschauen muss, was gemacht wird. Das ist natürlich bei so einem On-Demand-Kurs wie der mit Linda einfach besser, weil einfach direkt am Anfang erklärt wird der Übung, auf was geachtet werden muss. Nichtsdestotrotz, ich habe die Info, aber ich muss mir das halt als erstes Mal zusammenlesen oder ich muss es halt, wenn ich eh schon weiß, was da erwartet wird von der Übung, brauche ich so ein bisschen Handling mit dem Band, aber dann funktioniert das ganz gut. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist das Thema mit diesen Logos auf dem Band, denn so weiß ich immer genau, ohne groß nachzudenken, ich sehe die Zahl, ich sehe das Logo, ich weiß genau, wo ich das Band hinhalten muss und dass ich am Anfang so ein kleines Video habe, wo mir diese Einführung und die Handhabe mit dem straffer Band erklärt wird, finde ich auch super, weil ich bin so ein Mensch, learning by doing, ich will das immer zuerst machen, wenn es dir auch so geht, guck dir das 5-Minuten-Video an, das ist super, dann hast du alles oder alle wichtigen Informationen erfährst du da und dann kannst du auch schon starten. Ich hätte wie gesagt nicht gedacht, dass ich nach dem Training mit diesem Strafferband A geschwitzt bin und B am nächsten Tag Muskelkater habe. Das heißt, dieses Band ist wirklich effektiv und es braucht nicht viel Platz. Ich hatte das jetzt auch tatsächlich dabei, als ich in Paris war. Wir hatten ein kleines Hotelzimmer, beziehungsweise unser Hotelzimmer war mit mehreren Betten zugestellt, aber es braucht nicht viel Platz, um die Übung durchzuführen, sondern du brauchst gerade mal so viel wie so eine Yogamatte und die hast du eigentlich immer. Das heißt, das ist einfach keine Ausrede mehr, warum du keinen Sport mehr treiben kannst und das macht es auch so besonders, dass du überall eigentlich trainieren kannst, weil du wenig Platz brauchst. Also wie gesagt, ich bin positiv beeindruckt von diesem Band und wir gehen einfach mal zu meinem Fazit. Kommen wir nun zu meinem Fazit zum Strafferband. Was ich nie gedacht hätte, ist, dass so ein kleines Gadget so effektiv sein kann, denn ich kenne diese Gummibänder aus dem Fitnessstudio und muss sagen, die waren für mich jetzt nie eine großartige Herausforderung, aber das Strafferband hat mich da nochmal an ganz neue Grenzen gebracht, denn durch dieses leitfähige Kunststoff und diese Verbindung zur App, die dann zurückspiegelt, das Gewicht bzw. die Wiederholungszahl, war das Ganze doch schon sehr anstrengend. Gerade das Workout mit Linda hat beim ersten Mal bei mir zu Muskelkater geführt. Das war super, denn auf der einen Seite habe ich mit diesem On-Demand-Video so eine Art Personal Training, nenne ich das Ganze mal, wo mir Linda am Anfang sagt, was bei der Übung wichtig ist, worauf ich achten muss und während der Übung auch immer noch mal sagt, was mir, worauf ich achten soll. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass es bis jetzt nur ein Video gibt. Da hoffe ich einfach, dass es noch mehr gibt. Denn wie gesagt, diese Personal-Sachen finde ich eigentlich ganz super. Was mir auch gut gefallen hat, ist das Thema dieser Muskelgruppen-Workouts, dass ich immer wählen kann, mache ich heute Bizeps, Brust oder Beine, das einfach ganz schnell auswählen kann und dann geht es auch schon los, dass bei der Übung immer ein Video mitläuft oben, wo ich genau sehen kann, wie wird die Übung durchgeführt. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir die genaue Durchführung, auf was ich achten muss, mir durchlesen muss in der Übung selbst, dass mir das nicht irgendwie vorab angezeigt wird, beziehungsweise irgendwie mit einem akustischen, ja, also nicht wie bei Linda, dass mir dann halt irgendwie erklärt wird, was bei der Übung wichtig ist, wenn ich eh schon im Fitnessbereich tätig bin und Fitness mache, dann weiß ich das, dann geht es nur noch so um die Handhabe des Fitnessbandes, wie muss ich das Strafferband halten, wie muss ich ziehen, aber wenn ich halt noch nicht so geübt da drin bin, ist das vielleicht ein bisschen schade. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass ich mir meine eigenen Sachen konfigurieren kann. Das heißt, wenn man so irgendwie Probleme hat, wie ich zum Beispiel mit den Knien, kann ich genau die Sachen rausholen, die im Knie jetzt Schmerzen verursachen oder nicht gut fürs Knie sind, kann aber trotzdem den Bereich, ich sag mal Gesäß, weiter trainieren. Was mir auch gut gefallen hat, ist die schnelle Kopplung des Bandes zur App. Hier gar kein Thema, es war bei mir innerhalb von einer halben Minute war das Band gekoppelt und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Training starte, ist das auch innerhalb von 10 Sekunden findet das Band oder die App findet das Band. Was ich ebenfalls gut finde, ist, dass ich mit diesen Logos auf dem Band immer genau weiß, wo muss ich die Hände hinhalten. Das heißt, ich muss nicht überlegen, sondern ich kann einfach gucken, Zahl der Straffer-Logos und dann halte ich die Hände hin. Und
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Medium-Band, also hier ist ja dieses Medium 5 bis 15 Kilo, für mich ausreicht. Ich dachte schon so, naja, ich hätte lieber das Strong gehabt, aber ich muss jetzt nach mehreren Wochen Training sagen, ich bin ganz froh, dass ich das Medium habe und nicht das Strong. Das wäre, glaube ich, sehr deprimierend gewesen. Was den Preis von 99,99 € für das Medium bzw. die 119,99 € für das Strong angeht, klingt das im ersten Moment sehr viel. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Band oder dafür kann man das Band sehr, sehr gut einsetzen in vielen verschiedenen Sachen. Und ich hatte das auch mit jetzt in Paris, wo ich ein kleines Hotelzimmer hatte, beziehungsweise ein Hotelzimmer mit wenig Platz. Und selbst da konnte ich einfach meine Übungen durchführen. Und genau dafür ist es wirklich gut. Es ist ein guter Reisebegleiter. Und ich habe einfach keine Ausrede mehr zu sagen, ja, es war halt kein Platz da. Ich konnte keinen Sport machen. Es verbraucht viel wenig Platz im Koffer. Und halt auch, es hat kein Gewicht. Das heißt, selbst wenn ich in Urlaub fliegen würde, würde ich das Ding mitnehmen, um einfach meine Übungen durchzuziehen, und einfach am Ball zu bleiben. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und mit der kleinen Glocke verpasst du keine Videos mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal.